Oh Mann, wie sollen wir denn hier was schaffen? Es ist hier doch schon zum Untergang. Verdammt. Aber so richtig. Ach, ich liebe diesen Wagen. Er ist einfach so gut, so mobil, so flexibel. So. Junge, wenn ich mit dieser Pistole nicht so verdammt gut wäre, würden wir ja gar nichts schaffen. Hier wechsel mich mal ab. Ja, natürlich hat er mich noch getroffen. Sagt der andere, ist auch noch One-Shot. Ich sag, es ist heute einfach ein Tag zum Vergessen. Was soll ich jetzt verteidigen? D1 oder das ist, da komme ich gar nicht mehr hin, weil ich da nicht mehr rankomme. Da muss ich auch verteidigen. Ich dachte, ich kann hier heute mit der Pistole einfach stage-mäßig nichts ausrichten. Oben sitzt der nächste. Wäre ganz geil, wenn hier einer mal die Leute finisht. Jetzt kommt die Granate runter. Jetzt muss ich erstmal aufpassen, dass nicht jemand da erschossen wird. Oh, ja, da kommt der nächste mit seiner Vollautomatik um die Ecke. Scheiß Roland, ja, ich weiß, ich bin hier scheiße. Ich spiele auch gerade mit der Pistole. Was soll ich jetzt machen? Hinten zum letzten Gefecht. Das Ding noch halten. Ich will eigentlich nur was testen. Eigentlich. Stattdessen muss ich nach 2 Minuten meine Basis verteidigen. Ja, zu kurz? Wahrscheinlich. Der war drüber. Hier keinen Schaden oder treffe ich einfach nicht? Ich sehe nur keinen, das ist mein Problem. Einmal voll reingehalten in den Club. Jawohl, wieder schön meinen Wagen weggesnipert. Dankeschön. Können wir wieder zu Fuß laufen. Jawohl, und hinterm Baum gekämmt, Junge. Heute alle mit Vollautomatik und nur Verteidigungsgames und hinten stehen. Es ist einfach traurig. Es ist traurig geworden. Dass du hier mit der Pistole wie ein Held spielen musst. Läuft da immer noch einer rum. Den kriegen wir nicht mehr. Ich will mitkommen, los, renn hier, renn hier, renn hier, komm, 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 die andere Seite, Mensch! Jetzt fällt D1, ich müsste eigentlich nach D1 rüberfahren. So kann ich mich theoretisch hier erschießen lassen. Der Punkt wird schon genommen. Das Ding noch verteidigen. 1 Million Flieger. MP40, ganz klar. Leute, wenn ich hier einmal, ein einziges Mal die Thompson auspacke, dann könnt ihr überhaupt nicht mehr spielen. Darauf wette ich, dass ihr nicht ein bisschen hinbekommt. Sobald ich hier einmal eine ordentliche Waffe in die Hand nehme,
Es ist einfach immer traurig. Ich will was ausprobieren, ne? Es ist was Neues rausgekommen. Nein! Genau in dem Moment wird zugeschlagen und gesagt, haha, Bobs wegfarmen. Da sind wir klasse drin. Das können wir. Wenn die Leute keine Waffe in der Hand haben, dann sind wir stark. Ah, verteidige ich oder greife ich an? Verteidige ich oder verteidige ich? Jetzt steht mir schon wieder einer gegenüber. Den muss ich jetzt erschießen. Dann muss ich zurücklaufen und mich von hinten in den Rücken schießen lassen. Jetzt muss ich mich beeilen. Etwa ich werde jetzt erschossen. Oder ich komme da an. Da kommt der Para. Laufen, 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 laufen. Das dauert zu lange. Zerstört. Gleich werde ich fallen. Der steht wahrscheinlich oben drin. Stehen oben. Gegen eine Pistole verloren. Zwei gegen einen Junge gegen eine Pistole verloren, Leute. Ihr seid richtige Helden, seid ihr. Das ist ja nicht so, als wenn wir hier nicht kämpfen, aber. Na, mein Freund. Alles oder nichts? Den hast du. Einmal voll durch. Alles oder nichts. Ich habe seine Sniper aufgenommen, die ich überhaupt nicht brauche. Jetzt kommt's drauf an. Ah, shit. Haben müssen. Zu lange gedauert. Aber hier hält's noch. Und jetzt ist eh einer hier. Jetzt sind zu viele da. Der Wagen, wenn er mal fahren würde. Ja, und das war's. Hinten hatten sie ja schon die A-Line verloren. Ich sag ja, wenn ich hier, ich schwör's euch, ich nehme ein einziges Mal die Thompson in die Hand. Ein einziges Spiel. Und auf einmal ist kein Gegner mehr da und werden alle von mir niedergemacht. Das garantiere ich, da wette ich drauf. Da kann ich eine Milliarde Mal, ne? Das brauche ich nur einmal ausprobieren. Das funktioniert mit hundertprozentiger Garantie. So, dann wollen wir mal alles ausprobieren, was wir so können. Schön, ganz gemütlich. Mit Esmin, mit der Thompson. So wie man das so macht an einem Patch Day. Ne? So macht man das. Dann wollen wir jetzt mal spielen. Ganz gemütlich. Ganz toll. Klick, 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 klick. Steige ein. Meine. So, jetzt kann der deutsche Overrun kommen. Jetzt kommen keine mehr. Keine Paras? Ich warte doch schon. Was ist los, Freunde? Keiner mehr da? Hat zwei nur genommen. Jetzt hier, hier sind sechs Mann.
Noch einer? Einen gesehen. Den zweiten. Kuckuck. Die Luftigus-Gesellschaft. Na komm, dann heil dich erstmal. So, fertig. Vorwärts. Es ist unfassbar. Das ist für mich unglaublich. So, das ihr könntet jetzt, ich müsste wirklich 8-9 Stunden aufnehmen, damit das hier, damit jedem mal diese Lächerlichkeit wirklich mal ein Begriff wird. Ich habe alle Waffen eingepackt. Wirklich alles, was geht bei mir gerade. Mit Esmin. Mit Thompson. Und es ist kein Gegner mehr da. Es sind alle verschwunden. Einer steht noch da. Und ist geflohen. Irgendwo da hinten steht noch einer. Macht einen auf Partisanen. Ich spiele das jetzt hier ganz runter. Wir sollten jetzt... Ich muss zurück. Ich muss ganz dringend nach O2. Ganz, ganz dringend. Ganz, ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell. Oh, 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 oh. Oh, jetzt kommt Zauberhand. Wer ist schneller da? Ich oder er? Wer nimmt schneller den Punkt ein? Das schaffe ich, 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 das schaffe ich. Nee, nee, Freunde, ich bin gleich da, 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 ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Heilung, 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 guck, 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 guck. Ja! Nicht rausgehen. Mein Punkt. Safe spielen, keiner schießt auf mich. Schön safe spielen, ja. Na, moa. Da Roland, der alte Fuchs. So oft erschießen, wie du willst. Es interessiert jetzt hier gerade gar keinen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es watschelt einer über mir lang. Hat er den? Hat er den nicht? Die stehen alle oben. Natürlich stehen sie alle oben. Wo sollen sie stehen? Jetzt fallen sie mir von oben nach unten runter. Ich gehöre zu dir, Mensch. Grüß dich. Aber auch nicht bewegt, ne? Aber auch kein bisschen. Lass mich mal. Geh mal weg da. Ich such den einen, der steht oben. Wo soll er sonst stehen? Das ist ein Paratrooper. Ja, natürlich! Aus einem Millimeter Entfernung mir einen Headshot drücken. Das kriegen sie noch hin. Gerade so. Ne, ich komme mit Vollspeed um die Ecke. Ich habe gedacht, der bleibt stehen. Gut. Kriegen wir das jetzt gehalten ohne Hero Roland? Schwierig. Wir probieren es trotzdem mal. Wenn wir 4 haben, haben wir gewonnen. Schon erstaunlich. Ich habe das jetzt noch nicht eine einzige S-Mine gesetzt. Na, kriegen wir es gehalten? Nein, kriegen wir nicht. Ohne Hero Roland geht das nicht. Das geht ohne mich, geht das schon mal gar nicht. Ich liebe es. Es hört sich immer sehr arrogant an. Aber es ist nun mal eine Tatsache. Oben links einer im Turm. Keiner zu sehen. Ist der wieder rübergehüpft? Ah. Ein Glück. Meine Thompson genommen und nicht schießen können. Na, steht der immer noch alle oben.
laufen, laufen, laufen. 3 gegen 3. Oh. Aber hinter zu langsam. Hier ist keiner. Nur die Infanterie darf nicht nachrücken. Dann bleiben wir jetzt hier so lange drin stehen. Wir gewonnen haben. Ganz cool. Tappelt doch immer einer. Och Mann, ey! Jawohl, und Trollen. Gut, jetzt werden die Esmin aufgestellt, ey. Kleiner Feigling, ey. Immer Vollmod spielen, immer voll modifiziert gegen Leute, die alle was ausprobieren wollen. Jetzt ist vorbei. Ich habe gerade eben kurz überlegt, lässt du die Esmin weg? Nee, nee, nee. Jetzt werden die Esminen ausgepackt. Zack. Drei gegen zwei. Von hinten kann keiner kommen. Oh. Den Esmin, ich habe ja nichts dagegen, es kann mich ja immer jemand mal erschießen, aber nicht heute. Heute ist der Tag, wo ich nicht mag. Wo es mir einfach mal zu dumm ist. Bin ich umsonst der König im Mondelturm. Ich musste jetzt kommen, weil hinter mir stürmen die gerade das Ding. Ich könnte jetzt auch einen Paratrooper ziehen. Alles oder nichts? Alles oder nichts, komm. Alles oder nichts. Warum er jetzt nach B3 fährt, verstehe ich nicht. Feindliche Einsatzzone. Er muss mich unbedingt anfahren, ne? Er muss unbedingt mich mit Absicht anfahren. Fahr da durch. Schneller, 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 alle hopp. Eins gegen eins. Wenn ich gewinnen will, muss ich kommen. Die Waffe hier oben hinlegen. Cool bleiben. Jetzt können wir es gewinnen. Jetzt haben wir's. Jetzt ist durch. Wie einfach auf einmal so ein Spiel wird, wenn der Roland nicht nur eine Pistole in der Hand hat. Es ist schon angenehm auf einmal. Na, nur noch der Headshot kann den Hero Roland hier wirklich killen. Zur Not können wir noch eine Esmine aufstellen. Ach, wie schön. Wenn ich mal Arschloch bin, ist die Sache doch wesentlich angenehmer. Das
das hat dann auch was einfach noch mit Spielverhalten zu tun, dass man dann einfach mal... Steht noch eine S-Mine, mein Freund. Einer läuft noch. Sag ich doch, einer ist noch da. Hier rennt immer noch einer lang. Der gehört aber zu mir. Jetzt könnte mich auch erschießen, jetzt ist nicht so schlimm. Haben wir noch genug Leute vorne? Nee, Rückzug. Keine Diskussion heute. Heute spielen wir ganz safe. Ganz cool bleiben, mit der Ruhe der Gemütlichkeit. Alle Zeit, guck mal, da hinten läuft einer. Kannst du nur noch eine S-Mine aufstellen. Ah, zu langsam. Ich hab Zeit und davon eine ganze Menge. Ich bin heiß wie Krokettenfett. Ganz cool. Oh, bitte reißt unser. So, wieder vorrücken. Ich würde schon sagen, ist da einer? Na, kennt ihr noch einer? Nehmen wir ein Fahrrad? Ja, komm. Einen lustigen kleinen Fleckenmuster hier. Ich hätte gerne was Blaues, aber haben sie nicht. So. Ich mach mir heute die Welt, wie sie mir gefällt. Ich krieg dafür kein Geld, bin aber doch gerne jeder Held. Hey, Pippi Langstrumpf, Trolleri, Trollera, Troller, Hopsasa. Tralalalalala. Guten Tag. Der gehört zu mir, der gehört zu mir, der gehört zu mir. Du gehörst zu mir. Alle rennen hier mit der deutschen MP40 umher. Oh, so ein Mist aber auch. Den hätten wir nochmal haben können. Oben. Dach. Da haben wir B2. Pusten wir mal die Rübe weg. B2 haben wir. Jetzt können wir uns wieder erschießen lassen auf dem freien Feld. Jawohl. So, Snipern und Campen sind die Deutschen wieder heute ganz, ganz groß. Auch wenn hinter ihnen die gesamte Front zusammenbricht, ist egal. Hey, Junge, Berlin ist gefallen, aber die Deutschen sitzen noch vor Moskau, Junge, und snipern die Russen weg, Junge. Die da aus dem Spawn laufen. Jawohl, ja, das sind die Helden. Es ist so traurig, ganz ehrlich. Sobald ich eine Waffe in der Hand nehme, spielt hier keiner mehr mit. Na, ihr beide wollt jetzt hinter mir landen. Na los. Na los, komm.
aber Schwein gehabt, dass ihr zu zweit genau synchron beide unten ankommt, was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Puff, gab's die Bombe von oben. Schluss mit lustig. Ist er her. Jetzt wird nur noch für die KD gespielt. Mal rein und fragen nach, ob noch einer drin ist. Ne, alles klar. Schon erstaunlich, wie der Gegner sich komplett zurückzieht, sobald ich eine Waffe in der Hand nehme. Es ist einfach immer so eine traurige Spielweise, ist ehrlich. Ich finde es immer so zum Kotzen. Ne, wenn ich euch die anderen 1000 Spiele dagegen reinstelle, wo ich einen Granatwerfer in der Hand werfe, die Spiele, die ich nicht reinstellen kann, weil es da eigentlich Pistol heißt, Pistol only. Ne, weil mehr geht's da nicht.